Ja, also das hier ist die letzte erhaltene Säule aus dem großen Saal, manchmal auch Kaisersaal genannt, der Burg Trifels. Die hat ein bewegtes Schicksal, nämlich wie bei Burgen so üblich, nach der Zerstörung wurde sie Steinbruch und die Säulen der Burg, auch die Marmorfußbodenplatten, auch die Sandsteinplatten wurden ausgebaut auf Geheiß des Herzogs von Waldsverbrücken und verkauft. Und die wurde nach Annweiler gebracht und hat sich in einem Keller, hier nicht weit vom Museum weg, erhalten und kam vor einigen Jahren hier hoch. Man hat immer gedacht, es gäbe keine mehr, bis die dann durch Zufall aufgetaucht ist. Also eine Sandsteinsäule. Und der Bildhauer Schlicher aus Annweiler, der hat eben die Basis und das Kapitell rekonstruiert nach Vorlagen, die man auf dem Trifels gefunden hat. Also das ist ein sogenanntes Straßburger Kapitell aus dem späten 11., frühen 12. Jahrhundert. Also so ähnlich könnte die Säule ausgesehen haben, wahrscheinlich war es aber noch etwas höher.